Fortsetzung. Chat wurde hellwacher, als ich gesagt habe, ich will eventuell aufhören. Jessica ist immer noch dabei. Liebe Grüße an unsere Games-Psychologin, die auch mit dabei ist hier. So, Wale haben wir und wir sehen auch, sie sind nicht unsichtbar, sie sind da. Jetzt weiß ich auch, warum die eben nicht zu sehen waren, weil es gilt zwar als gezählt, wenn man die so an den Rand hinsetzt, aber man muss wirklich die komplett das ganze Gebiet drin haben auf der Karte, sonst sieht man die nicht. So, jetzt gibt es hier noch einen Meeresräuber zwischen Korallen als auch in den Gewässern von Mangrovenwäldern. Puh, hier vorne. Sowas hier. Das ja, sollte doch gut gehen. Ein Riffhai klappt ja, auf Anhieb. Da und ist er. Da ist er. Da schwimmen. Ja, mehrere sogar. Ganz viele. Wunderbar. Ja, nee, ich finde, da haben die sich echt Mühe gegeben. Mhm. Echt alles hübsch. Jetzt fehlt nur noch eine Tierart. Und den kriegen wir erst am Ende. Ich hätte aber gern noch mehr Wälder. Weil ich finde, das finde ich ein bisschen langweilig. Mit allem nur in Grün. Und ich will die Flamingos auch sehen. Hey, guck mal da. Ist das nicht ein Flamingo? Ach, du liebe Zeit. Da ist er. Der fliegt da rum. Und hier unten, schau mal da. Da stellst auch einer durch. Jetzt sind sie plötzlich doch da. Da sind sie. Aber nicht da, wo die Schildkröten sind. Oder sind das andere Flamingos? Solche, die ja automatisch entstanden sind? Nee. Also die finde ich so elegant. Ich hätte schon noch ein paar mehr, bitte. Ja. Strände und Schlamm von Feuchtgebiet. Mit anderen Worten, wir brauchen noch mehr Feuchtgebiete. Hier vorne. Hier noch ein Feuchtgebiet hin. Ja. Wir können doch mit Monorails, können wir die da auch bewegen. Ich setze mal noch so einen Monorail-Knotenpunkt. Sagen wir mal. Warum hier noch was hin? Kriegen wir hier noch einen Felsen hin platziert? Ein Mineralisator bitte hier vorne hin. Dann stehen da Felsen. Dann setzen wir noch einen Monorail-Knotenpunkt daneben hin. Ich glaube, der war aber zu weit weg. Ich glaube, den kriegen wir hier nicht. Ah, die kriegen wir nicht mit. Den würde ich gerne mitnehmen von einem der Punkte aus. Wir müssten, wenn ich den noch einen zweiten. Ja, jetzt haben wir den hier angeschlossen. Jetzt mopse ich den hier, Jessica. Mhm. Und schiebe den rüber. Hier hin. Dann können wir hier noch ein. Noch ganz viele Feuchtgebiete machen hier. Gebiete. Ich glaube, wo der ist, ist eigentlich egal, in welche Richtung der zeigt. Bin mir allerdings nicht sicher. Ja, geht das von den Feldern weg, die dann zur Verfügung stehen für die Tiere? Gute Frage. Einmal hier hin, bitte. Ja, geht ein bisschen weg. Da ist er. Und hier setzen wir darauf das Hydroponium. Also das alles Feuchtgebiete. Wir haben hier eine Menge Strand drumherum. Ja. Und jetzt nochmal Flamingo. Also wenn das jetzt nicht klappt. Nein. Warum geht es da links nicht? Haben wir da eine andere Tierart ausgesetzt? Nee, ne? Keine Ahnung. Wir versuchen es mal. Zu wenig Sandstrand. Ganz schön anspruchsvoll. Echt? Ganz schön anspruchsvoll hier. Der Sandstrand hier oben zählt nicht mit. Und ich frage mich, warum. Gründen, ja. Das wäre doch normalerweise nur der Fall, wenn da eine andere Tierart ausgesetzt hatte. Okay. Und die Haie hatten wir doch hier unten. Ja. Das ist mich gerade ein Rätsel. Ja. Stimmt, jetzt hat's geklappt. Ja. Das sind Flamingos. Ja, sehr schön. Immerhin. Die Vögel nachher. Sollen wir noch ein paar andere Tiere platzieren? Schildkröten hatten wir hier vorne. Jetzt schauen wir mal, ob wir die hier unten noch hin platziert bekommen. Dafür wollte ich ein Sandgebäude hier hinsetzen. Nee. Ein Litarium, das Sand aus. Das ist ein Wort, das kannte ich vorher auch nicht.
Nee. Ich finde, alles, was lateinisch klingt, klingt cool, oder? Und als ob es stimmt. Das klingt erstmal gebildet, ja. Das Wenn du an, hast du ein lateinisches Lieblingswort aus der Wissenschaft? Eins, was beeindruckend ist. Ein lateinisches Lieblingswort. Ah, bestimmt irgendwas aus der Neuroanatomie. Was gibt's denn da irgendwie? Neuroanatomie reicht schon. Ah ja, ja, perfekt. Das ist schon angeberisch genug. Das ist ja auch das Spannende, ja. Kann ich auch nochmal ein Konzept anbringen, nämlich zum Thema, wie Menschen denken. Also platt gesagt kann man sagen, wir Menschen wollen immer möglichst wenig Denkaufwand haben. Bis auf bestimmte Situationen, wo wir uns sehr bewusst dafür entscheiden, dass wir gerne denken wollen. Aber meistens sind wir so, weil wir halt mit super vielen Reizen und sowas konfrontiert sind, auf dem möglichst viel quasi automatisieren. Und das heißt, wir denken sehr oft und sehr gerne in Schemata. Und ein Schema quasi oder so ein Konzept, das man da nutzen kann, ist, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt so Stereotypen. Ja, das machen wir natürlich nicht bewusst, zu sagen, okay, Latein klingt immer klug, das ist bestimmt irgendwas Cooles. Das machen wir natürlich nicht bewusst, aber es passiert quasi automatisch, weil wir uns da die Verarbeitung reizen, leichter machen. Und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel meistens finden, dass Latein irgendwie klug klingt und wir uns durch Leute, die kompliziert reden, oft schneller überzeugen lassen, als durch Leute, die irgendwie sehr einfach sprechen. Kommt auch auf den Kontext an, aber es ist ganz spannend, wenn man sich das so anschaut. Wann sind Leute bereit, wie sehr über Dinge nachzudenken und was macht das damit, wie sie Dinge einschätzen? Das heißt, mit anderen Worten, würdest du dich unverständlicher ausdrücken, du würdest du von uns als noch kompetenter wahrgenommen werden? Unter Umständen, also ich weiß, ich erinnere mich, ich muss jetzt gerade noch mal kurz in meinem Kopf sortieren, eine Kollegin hat da kürzlich bei unserem Institut was zu Wissenschaftskommunikation geforscht. Ich muss mal schauen, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, nämlich genau dazu, unter welchen Umständen wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen als quasi kompetenter oder weniger kompetent erleben. Und das hatte schon auch was damit zu tun, wenn es quasi zu kompliziert wurde, dann meine ich, war es schon auch so, dass die Leute dann irgendwann quasi ausgestiegen sind. Okay. Aber ja, ist super, super spannendes Feld, auch Wissenschaftskommunikation. Wann finden wir Leute kompetent und wann nicht? So, ich versuche erstmal ein Netz zu spannen, dann sind wir ein bisschen freier mit allem, was wir hier machen wollen. Wir haben ja genug Punkte im Augenblick auf Vorrat, da können wir uns das leisten. Wir brauchen Felsen, sonst können wir diese Stationen für die Monorailbahn nicht bauen. Strom brauchen wir dagegen keinen. Und das bekommen wir halt, die Felsen über den Mineralisator. Deshalb gehe ich immer die Küsten hier lang. Wirkt ein bisschen umständlich, aber geht nicht anders. Hier noch ein bisschen weiter. Sehr schön. Und jetzt können wir allmählich auch alle hier unten noch verbinden. Hier brauchen wir tatsächlich noch eine Station, unfassbar. Es hört nicht auf, aber du hast noch genug Punkte. Noch geht's. Also 1000 Punkte auf Vorrat. Ja, ich habe bei ganz vielen Aufbauspielen, die ich spiele, da gibt es ja so Geldbilanzen oder andere Ressourcenbilanzen. Grüne Werte, wenn man im Plus ist, rote Werte, wenn man im Negativen ist. Ich habe ganz oft, vor allem, mir fällt das massiv auf bei Anno 1800, aber auch bei anderen Citybildern, wenn ich nur ein bisschen im Malus bin. So, sag mal, ich habe 3 Millionen auf der hohen Kante, minus 2 Gold erwirtschafte ich so alle paar Ticks. Es gibt Leute, die machen das fix und alle. Ja, ja, weil es ist halt eine rote Zahl, ja. Das Spiel sagt einem schon so, ja, du hast zwar viel Geld, aber eigentlich machst du es gerade nicht gut. Das ist echt die Frage, wie man damit umgeht. Also ob man dann sagen kann, stich drüber. Oder ob es doch irgendwie so ein, ja, okay, ich nehme die Rückmeldung an, dass ich es offenbar nicht so ganz ideal mache. Was da überwiegt.
Das war gerade nicht gut. Immer zurück. Ich versuche mit möglichst wenigen hier möglichst viele zu erreichen. Und das ist echt tricky hier. So, da haben wir jetzt mal beide erreicht. Und die sind oben verbunden, die sind hier verbunden. Die in der Mitte müssen wir auch noch verbinden. Und das ist echt nicht so einfach. Wir brauchen Felsen hier. Mhm. Dass gerade im Chat um die Glücksspieldebatte geht, vielleicht nochmal ein psychologischer Einwurf dazu. Die Idee ist ja auch, dass man also rein aus neurobiologischer Sicht quasi sagt, das Gehirn ist von jungen Menschen, also man sagt meistens so, okay, 18, da ist schon das meiste gelaufen, aber wirklich so fertig entwickelt geht man aus, dass das Gehirn erst so Mitte 20 eigentlich ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum eben gerade solche Glücksspielmechaniken in Spielern, die sich auch an jüngere Menschen richten, also sagen wir mal unter 18, ebenso problematisch sind, weil da die bestimmte Bereiche vom Gehirn, ja, der präfrontale Kortex, jetzt wird es doch nochmal lateinisch, also das quasi, was bei uns hier vorne so ist, so das Stirnhirn wird das auch manchmal bezeichnet, das reift quasi erst relativ spät in der Entwicklung wirklich aus. Und das Problem ist, dass in diesen Bereichen eben auch unsere Impulskontrolle sitzt, in Anführungszeichen. Und in einem unausgereiften Gehirn funktioniert die Impulskontrolle einfach noch nicht so gut. Ja, also bei kleinen Kindern sieht man es natürlich sehr extrem. Die können auf nichts warten, die können sich nicht beherrschen, wenn sie irgendwie, wenn ihnen was wehtut oder so, da muss alles gleich raus. Das ist natürlich jetzt bei jemandem mit 15 oder 16 nicht mehr so intensiv. Aber die wirklich ausgebildete Fähigkeit, eben auch mal zu sagen, so okay, das ist verlockend, aber ich mach's nicht, die hat man quasi in dem Alter einfach rein biologisch noch nicht. Und das ist eben was, was man auch mit bedenken muss, dass man hier wirklich eben eine Schwäche der Biologie schlussendlich ausnutzt, wenn man vielleicht sogar auch ganz gezielt solche Glücksspielmechaniken in Spiele einbaut für junge Menschen. Und deswegen ist es eben auch so problematisch, die können sich quasi noch einfach gar nicht so sehr dagegen wehren, wie das viele, aber natürlich auch nicht alle Erwachsenen können. Also ist natürlich auch bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Ich habe nur etwas mehr Truppenwahl in die Mitte gesetzt, weil mein Ordnungsgefühl in der Natur sieht so aus, in der Mitte der Insel ist der Wald, drumherum nicht. Umgekehrt fände ich es komisch. Ja, und eigentlich gehört ja in so eine Insel auch nochmal so ein Vulkan oder sowas. Das hat man doch auch normalerweise in der Mitte von so einer Insel. Mit Dinosauriern, die drin leben und die man dann entdeckt. Als älterer, weißer Wissenschaftler mit Bart, der dann dorthin geht, ein paar junge Wissenschaftler noch neben sich, die verlieben sich dann ineinander. Komischerweise ist auch ein Kameramann mit dabei und alles kommt dann nachher auf Zelluloid raus. Ja, ja. Also das Netz, das monorelle Netz sollte, sollte beinahe passen. Hier oben ist noch eine Lücke, wir kommen gar nicht bis zum Luftschiff hin. Da müssen wir auch noch was machen. Aber sonst haben wir das hier. Dann können wir nochmal die Tierarten optimieren und dann so langsam alles einpacken und rüberziehen. Oben ist gar keine Monorailbahn, oder doch? Wie ist denn das Luftschiff verbunden? Ich denke gerade... Moment mal. Überhaupt verbunden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Aber jetzt? Jetzt aber irgendwie. Ich glaube, mehr brauchen wir auch gar nicht. Ich könnte sein, dass das reicht. Jetzt kommen wir überall hin. So, jetzt einmal noch alle Tiere zu Ende machen und dann einpacken und mit allem abhauen. Ja, wir haben 5 Tierarten. Die dritte holen wir uns, wenn wir gleich die Stäbe ja wegmachen, wenn wir noch Vögel fließen lassen. Vorher noch, hast du irgendwie, oder Chat auch, gibt es irgendwo so Plätze, wo er sagt, Mensch, da können wir bestimmte Tierarten noch unterbringen. Einen Wal können wir einen Deckel drauf machen. Also Wal kriegen wir vielleicht irgendwo angezeigt, dass wir den haben, aber wir kriegen ihn nicht mehr komplett untergebracht, glaube ich.
Das könnte klappen. Nee. Irgendwas hat hier gefehlt. Tief genug? Das könnte sein. Ich hab's nicht gesehen, was da... Irgendwas fehlt, ja. Kein Land in Reichweite, Ozeanfelder auch, der dritte Punkt fehlte. Tiefseegebiet. Wir brauchen Tiefseen, nicht nur normalen Ozean. Das hier unten war die Tiefsee. Ja, ja. Got it. Da gibt es wirklich nicht viel. Das hier ist vielleicht Tiefsee. Ja, aber es ist wieder kein ganzes. Nee, ne? Kriegst auch nur halbe Wale. Kriegen wir nicht hin. Ja, Wale sind da. Ah, da hatten wir schon. Da waren wir eben schon, die werden uns aber nicht angezeigt. Mhm. Eventuell den Hai noch, heißt es im Chat von David, in der Inselkerbe rechts Mitte Karte. Also die Haie brauchen Korallen, Gewässer von Mangrosen, Mangrovenwäldern. Ach, wir können hier unten noch für Mangroven sorgen. Und zwar mit dem irgendwas. Irgendwas gab noch. Gab die. Schon wieder nichts brennen. Mann, Mann, Mann. Was brachte nochmal die Mangroven raus? Hier, der Salinator. Den kann man allerdings nur setzen auf... Ah, den kann man auch hier hinsetzen. Hier kann man noch mehr Mangroven... Ah, sehr schön. Ja, aber korallenmäßig ist ja nicht so viel. Da rechts außen, was da? Ach nee, wir versuchen hier mal. Also der Riffhai braucht Korallen und Gewässer von Mangroven. Ich glaube nicht, dass das reicht hier. Wir könnten hier nochmal versuchen, Korallen in die Mitte reinzupacken. Vielleicht klappt das ja. Dafür brauchen wir so einen Bewässerer wie den hier oben. Und immer bauen wir hier mit. Und den ziehen wir dann mit so einem Gerät. Den ziehen wir dann mit so einem Gerät einmal rüber. Oh Gott. Warum geht das nicht? Ah, das ist zu klein hier. Was übersehe ich? Ach, ich habe das falsche gesetzt. Ich habe das falsche Gebäude gesetzt. Ich brauche ein Korallenteil. Das sind die Korallen. Und dann kann man das ins Meer ziehen. So. Hier hin. Ja, viel gibt das nicht. Wir versuchen es hier mal. Ob das genügt? Nie und nimmer, oder? Vermutlich nicht, aber hey, who cares? Jetzt versuchen wir den Riffhai hier unterzubringen, sobald die Korallen da sind. Den Daumen drücken. Klappt. Cool. Es hat ja doch geklappt. Ach, schau mal an. Da ist ein Riffhai. Da unten ist. Privates. Genau. Ja, sehr schön. So, sollen wir alles einpacken? Oder hättest du gerne noch Tiere? Wir brauchen die Vögel gleich noch. Hm? Ja, genau. Moos hast du noch nicht. Da bei den rechts oben. Das geht nicht, weil wir für Moos schon zu warm geworden sind. Ich müsste die Temperaturen senken. Wie senkt man Temperaturen? Geht nicht. Oh, okay. Ist nicht drin. Dann, alles klar. Wir könnten versuchen, uns zu streiten. Dann gibt es Kühlschranktemperaturen und das würde halt eventuell einen Negativeffekt. Oh ja. Ja, das. So, jetzt packen wir alles ein. Das ist ja das große Ziel. Und ganz am Schluss machen wir hier in die Mitte noch die Vögel. Das heißt, hier packen wir zuerst ein. Oh, wir haben noch gar nicht alles freigeschaltet. Recyclingstationen. Die setzt man irgendwo hin und alles in der Nähe. Recycling-Silos. Eine Recycling-Station brauchen wir. Dann wird das freigeschaltet. Verbindet sich mit dem Monorail-Netz und entsendet Drohnen zum Recyceln. Das heißt, das könnten wir... Ach, das ist die zentrale Station. Die müssen wir hier noch hinsetzen. Ah, das war deine Frage von eben. Ob das verbunden ist oder nicht. Das brauchen wir zum Verbinden hier. Ja.
Das ist ein Stück Infrastruktur hier. Und jetzt wird freigeschaltet. Eine Recycling-Barke wird an einem Knoten platziert, um zu signalisieren, dass dort recycelt werden soll. Und damit könnten wir Felsen verschieben. Fangen mal hier links an. Einmal hier bitte einpacken. Und das hier bleibt, glaube ich, stehen. Und hier können wir auch schon mal weiter einpacken. Ah ja, da wird... Ja, wir müssen aber aufpassen, dass wir das Schienennetz... Ja, nichts falsch mitnehmen. Genau. Mhm. Einmal hier. Wir fangen mal in den Außenbereichen an. Und bauen so Stück für Stück alles ab hier. Ich glaube, dass hier unten der Netzpunkt bleibt fairerweise, glaube ich, bestehen. Das hätten wir auch ein Problem. Das wäre nett. Hier kommt gerade einer runter, schaut mal. Zack, alles weg. Punkt hier unten bleibt, Gott sei Dank. Cool. Jetzt können wir hier aber unten... Aber was man auf Ödland gebaut hat, bleibt erstmal Ödland. Habe ich das richtig gesehen da oben? Ist das Ödland? Ja, tatsächlich. Hm. Kann sein, dass es beim Regen sauber geschwemmt wird. Stimmt. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Hier oben können wir weitermachen. Prima. Dann hier wieder das Ende abgreifen. Hier. Gut. Dann hier vorne weitermachen. Ja. Ah, da ist schon einer unterwegs. Ich bin zu schnell. Als ich das privat gespielt habe, war ich auch viel langsamer. Ja, weil es ist schon so spät und ich denke mal irgendwie, die Leute wollen irgendwann ins Bettchen, aber ich will das auch hier, ich will das nicht mit offenem Ende hier hängen lassen. Ja, ja. Das finde ich ungemein. Ja, braucht den Schlusspunkt. Das finde ich auch. Jetzt können wir das hier einpacken. Hier vorne einpacken. Ja, sehr schön. Hier hinten einpacken. Oder ist da schon einer unterwegs? Nee. Einmal so einpacken. Super. Die Vögel gleich. Wir machen noch die Netze zu Ende weg. Prima. Dann kommt gerade noch die Frage auf, ob, wenn man in Spielen böse ist, ob das was über einen aussagt. Auch super spannendes Thema. Auch da kann ich nochmal auf eine Podcast-Folge verweisen. Wir hatten mal einen Philosophen zu Gast, der jetzt gerade Professor an der Uni Konstanz ist. Und mit dem haben wir darüber gesprochen. Es ist natürlich ein super, super breites Feld. Also erstmal psychologisch. Nein, natürlich noch nie jemand von uns hat jemals was Böses in Spielen gemacht. Also, wenn das jemand gemacht hat, muss er sich schon Sorgen machen, würde ich auch eindeutig sagen. Das ganz, ganz bedenklich. Nee, Spaß beiseite. Also ist ja, das Coole ist ja an Spielen genau, dass wir eben mal in diese Rollen schlüpfen können und dass wir quasi Probe handeln können. Also wenn wir es irgendwie psychologisch framen wollen, ist quasi so die Idee, was auszuprobieren. Da ist das Fachwort Probe handeln, weil wir für alles natürlich auch noch ein psychologisches Fachwort brauchen. Und das ist natürlich was total Normales. Und Spiel ist ja genau was, wo man quasi ohne Konsequenz ausprobieren kann. Was natürlich cool ist, was uns Menschen einfach inne ist. Ja, passiert ja auch, wenn wir irgendwie Tagträume haben und über Dinge denken und so weiter.
Also nein, sagt natürlich nichts aus. Also es ist ja dieser wertungsfreie Raum, den wir irgendwie auch mal brauchen, um Dinge für uns selber klarzukriegen, und das ist total normal. Also ich merke manchmal so, es gibt so Spiele, da will ich irgendwie nicht böse sein, da fühlt sich das irgendwie komisch an, aber hey, es ist doch auch total cool, einfach mal ausprobieren zu können, okay, was passiert, wenn ich jetzt hier mal wirklich böse bin. Also, jetzt kommt der krönende Höhepunkt, jetzt lassen wir die Vögel fliegen hier. Oh mein. Ein farbenfroher Vogel in baumgrünen, üppiger Wälder unter klarem Himmel. Das sollten wir doch hier hinbekommen. Nein, ich habe die Station schon abgerissen. Die Tierstation. Mal gucken, ob wir die nochmal bauen können. Oder ob wir die nur einmal bauen. Oh Gott, ich habe die abgerissen. Wo war die doch mal? Wie hieß die nochmal? Tierobservatorium. Kann ich nochmal neu bauen, Gott sei Dank. Vorhin noch kurz dran gedacht, aber dann war es auch weg. So, jetzt lass sie fliegen. Genau. Und zwar bitte überall. Sonst können Papageien. Sehr schön. Ja. Oh ja, da sieht sie. Man sie schon sitzen. Oh. In allen Farben. Ein Buntspechten. Wir machen eine absolute Papageieninsel hier raus. Unbedingt, ja. Ich fände ja als Easter Egg jetzt wirklich noch die Dinosaurier sehr cool in irgendeinem Vulkan. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr heute Abend. Da kommen auch welche hin. Auch blaue, schick. Wunderbar. Wir haben sehr viel Wald hier auch gesetzt. Das klappt nicht mehr. Schon sehr hübsch jetzt aus. Ja. Jetzt reißen wir den Rest hier oben noch ab. Und dann steigen wir wieder wie die Götter empor. Genau. Eine Recyclingbarke hier hin. Und alle Tierarten untergebracht. Alle sechs. Letztes Gebäude, wir können hier oben abheben, können nochmal einen Blick auf die Welt werfen. Final Moment. Jetzt kriegen wir doch gleich wieder diese... Letzter Blick hier. Abschied nehmen. Das finde ich so hart von dem Spiel. Die Welt ist danach wirklich weg. Wir können doch nicht abspeichern zwischendurch. Also es ist wirklich ein Loslassen der Welt. Es gibt einen Spielstand, der beschreibt auch nur... das Fortsetzen der Kampagne, und man kann wirklich nicht in die Welten, die man erschaffen hat, im Nachhinein wieder zurückspringen, also einen Tag später, und kann sagen, ich bin in der Kampagne eigentlich schon eine Welt weiter. Ich will aber noch mal gucken, was ich da vorher gemacht habe. Nach dem, was ich gesehen habe, nicht möglich. Einerseits eine harte Entscheidung, andererseits eine, die zur Philosophie ja passt, dass man keine Spuren hinterlassen will. Ne? True, aber das ist schon... Ja, wenn man da jetzt quasi fragen würde, was wollen wir mit dem Spiel erreichen, wie viel Wohlbefinden soll das machen? Und wie hart soll es uns mit irgendwelchen Wahrheiten konfrontieren? Das ist echt keine ganz leichte Entscheidung, finde ich. Schon grenzwertig. Ja. Eine mutige Entscheidung auf jeden Fall als Entwickler. Weg. Jetzt fragen uns das Spiel noch einmal, ob wir die Welt verlassen wollen oder ob wir sie bewundern möchten. Aber letzteres ist nur ein Fenster, das auf Zeit geöffnet ist. Es ist immer saniertes Ödland, oder? Heißt immer so. Jetzt sind so automatische Karten, Kameraeinstellungen abgerufen, die manchmal sehr schick sind und manchmal eher nicht. Auf den Zoom habe ich auch keinen Einfluss. Jessica, schau mal, ich spiele jetzt freihändig. Boah, guck mal, kannst du das schon? Ja, kann ich schon. Hast lang geübt, oder? Ja, ja. Oh, schick. Nur noch zugucken ist mir... Und das sieht schon sehr, sehr hübsch aus. Ist das unsere Karte? Ah ja, da unten, ja. Und jetzt auf Weiter. Und dann verlassen wir die Welt. Und es gibt keine Möglichkeit zurück. Das ist der letzte Blick auf diese Welt.
verschwindet sie in den Wolken. Im Nebel. Ah! Jetzt geht es hier oben weiter. Mit der Welt ganz im Norden. Ja, ich zeichne ja auf Twitch, auch für YouTube. Mal kurzer Hinweis, wir haben einen Community-Gutscheincode bei, also ich habe einen bei Games Planet für Terranil, der läuft zeitlich befristet. Auf Twitch bitte nochmal posten, auf YouTube, das ist das Bild dazu, wie lange das läuft, wie der Code heißt, wie der Link ist, alles hier drunter auf YouTube in der Textbeschreibung. Gut, jetzt habe ich Jessica weggemacht, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich dich wiederfinde. Sie ist verschwunden. Gott, ist das schrecklich. Ich habe da keinen vorbereiteten Knopf, aber das sollte da eigentlich sein. Da bist du wieder, alles gut. Und so geht's im Spiel jetzt weiter. Wir haben als nächstes die Möglichkeit, hier rauf zu fliegen, diese Region aufzudecken. Und ich sag schon mal vorab, das ist bitter, bitter, bitter kalt. Ich habe mich da privat ein bisschen schon eingespielt. Und das war allerdings bislang meine Lieblingsregion. Die fand ich am coolsten, die, in der wir gerade waren. Ich sag kurz den Leuten auf YouTube, ich weiß noch nicht, ob es weitergeht mit Terranil. Ich beobachte das mal, wie oft ich nach dem Spiel gefragt werde. Das ist kein Spiel, das ich zwingend durchspielen muss, also wo ich alles zeigen muss. Falls es weitergeht, gibt es danach ein weiteres Video. Falls nicht, dann loslassen. Einfach loslassen können.